Pfarrer, unser Bruder aus Darmstadt, möchte eine Rede halten. Ich möchte erstmal alle recht herzlich willkommen heißen und bin recht dankbar dafür, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Ich bin eigentlich recht zufällig hier. Ich komme eigentlich aus Darmstadt und bin jetzt für einen Monat hier, um nur einen Nebenjob zu machen. Und bin relativ überrascht, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Und in Darmstadt organisieren wir regelmäßig Demonstrationen und Kundgebungen. Und dann wollte ich mal die Gelegenheit gleich mal nutzen. Ich habe noch vor knapp 4 Tagen meiner Schwester einen Text geschrieben, weil ich nicht an der Kundgebung in Darmstadt teilnehmen konnte. Und jetzt habe ich zufällig hier das Word-Dokument da und würde auch gerne meinen Text loswerden. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Meine lieben Mitbürger, liebe Leute der Gerechtigkeit, wir haben uns heute hier versammelt, um nicht über das Unrecht zu schweigen. Wir haben uns aus den unterschiedlichsten Nationen versammelt, weil wir keine Grenzen kennen, keinen Kolonialismus und keinen Nationalismus. Wir stehen hier in Solidarität mit dem palästinensischen Volk, speziell mit den eingeschlossenen 2 Millionen Menschen in Gaza, die in einem unvorstellbaren Elend im Ghetto von Gaza in Angst und Schrecken leben müssen und schwerste Traumatisierungen erleiden. Hunderttausende von Palästinensern müssen vor den israelischen Angriffen fliehen, während die israelische Regierung von Selbstverteidigung und Tunnelzerstörung als Ziel sprechen. Mittlerweile suchen über 70.000 Palästinenser Schutz in UN-Einrichtungen und nicht einmal da sind sie sicher. Also noch gestern sind knapp, ich weiß es leider nicht genau, 71 Menschen in UN-Einrichtungen gestorben, in Schulen von der UN. Es ist ein fortschreitender Völkermord, der betrieben wird. Zivilisten werden ermordet, Häuser werden zerstört, die gesamte Infrastruktur vernichtet. Israel macht keinen Halt vor Krankenhäusern, Schulen, Gotteshäusern und Behinderteneinrichtungen. Sie ermorden sogar vor den Augen von Journalisten. Israels Regierung verkauft ihre Armee als die einzige Armee in der Welt, die vor Luftangriffen warnt und die somit den Menschen die Gelegenheit gibt, noch aus den Häusern zu fliehen. Ausländische Berichterstattungen zufolge gibt es sogar oft keine Warnschüsse. Aber ich frage euch, wo sollen die Leute hin, die ihre Häuser und damit ihr gesamtes Hab und Gut verloren haben? Was ist das für eine Perversität, diese Strategie in der Welt zu verkaufen? Innerhalb der letzten drei Wochen sind schon mehr als, also den Text habe ich ja letzte Woche geschrieben, hier habe ich die Zahl 830 Palästinenser, mittlerweile sind es weit über 1600. Innerhalb der letzten Wochen sind schon mehr als 830 Palästinenser ermordet worden. Wurden sie gewarnt oder haben sie sich den Tod freiwillig ausgesucht? Mehr als 830 Tote und über 5300 Verletzte. Es können sie keine Krankenhäuser mehr aufnehmen. Über 80% der Opfer sind Zivilisten, vor allem Frauen und Kinder. 4 Kinder wurden am Strand von Gaza beim Fußballspielen von einem israelischen Kriegsschiff ermordet. Kinder zwischen 9 und 11 Jahren. Das war gezielter Mord an Kindern. Ist das auf irgendeiner Weise zu rechtfertigen? Ist das nicht eine Schande, dass die israelische Regierung von den westlichen Politikern unterstützt wird? Und jetzt ein direktes Wort an Frau Merkel. Wie können Sie sich mit reinem und gutem Gewissen klar und deutlich auf der Seite Israels positionieren und all die Palästinenser im Stich lassen? Vor Ihrem Sommerurlaub betonten Sie, Israel habe das Recht auf Selbstverteidigung. War das Ihr Ernst? War das Ihre persönliche Wahrheit? War das Ihre Message an die 830 gefallenen Opfer der zivilen Bevölkerung Gazas? Ich bin der Einzige,
der die gezielte Bombardierung palästinensischer Häuser bei Sonnenuntergang und zum Fastenbrechen nicht als Selbstverteidigung sehe? Bin ich der Einzige, der die gezielte Ermordung der 4 spielenden Jungen am Strand Gazas nicht als Selbstverteidigung versteht? Ich habe all die Jahre eine andere Wahrnehmung von Selbstverteidigung gehabt. Sie sagten also, Deutschland stehe in dieser Frage fest an der Seite Israels und das alles angemessen durchführen werden müsse? Ist das Ihr Ernst? Wie funktioniert denn angemessener Mord, Frau Merkel? Können Sie das wirklich mit Ihrem Gewissen vereinbaren? Ich war, bin und werde immer stolzer Staatsbürger sein. Aber in solchen Momenten schäme ich mich, einer zu sein. Auch die immer wieder gestellte Frage, wer denn begonnen habe, möchte ich nur ganz kurz Bezug nehmen und chronologisch festhalten, was in den letzten Tagen passiert ist. Nicht die Raketen aus Gaza waren der Beginn der Gewalt, sondern die zuvor gezielte Ermordung von Palästinensern. Am 15. Mai, am Nakba-Tag, dem Tag des Gedenkens an die Katastrophe für die Palästinenser, wurden 2 palästinensische Jugendliche durch israelische Sicherheitskräfte ermordet. Kurz darauf kam die Ermordung von 2 palästinensischen Kindern durch einen jüdischen Extremisten, ein Siedler. Am 29. Juni kam hinzu die gezielte Ermordung eines Hamas-Führers. Nach all dem würden wir mit dem Verschwinden der späteren Ermordung der 3 israelischen Jugendlichen Siedlern konfrontiert. Und hierzu möchte ich auch was sagen. Also kürzlich, erst vor 4 Tagen, gab die israelische Polizei bekannt, dass das kein Attentat der Hamas war, sondern dass alles auf wackeligem Boden einfach mal so die Hamas beschuldigt wurde und auf dieser Basis im Prinzip der Krieg erst begonnen wurde im Gazastreifen. Dutzende Angriffe gegen Zivilisten im Gazastreifen. Innerhalb von 10 Minuten gab es 25 Luftangriffe. Das war noch Anfang Juli. Nach diesen bitteren Aktionen hat sich die Hamas genötigt gefühlt, mit ihren selbst gebastelten Raketen zurückzuschlagen. Jeder Angriff ist zu verurteilen, aber ich finde, man muss über diesen asymmetrischen Krieg sprechen und man muss auch über die Ursachen des Krieges sprechen. Aber leider findet in der Öffentlichkeit und auch in der Debatte im Bundestag immer nur die Auseinandersetzung zwischen der Hamas und der israelischen Armee statt. Es wird aber überhaupt nicht mehr über den zugrunde liegenden Konflikt der 47 Jahre andauernden Besatzung gesprochen. Das ist das wahre Problem. So viele Delegationen aus dem Bundestag fahren jedes Jahr in den besetzten palästinensischen Gebieten und werden Augenzeugen von massiver Vertreibung in Ostjerusalem, im Jordanland, in der Westbank, von Landraub, von Ressourcenraub, von Wasser. All das wird immer wieder dokumentiert und es gibt gar keine Reaktion. Es gibt gar keine Reaktion darauf. Und solange wir kein Ende der Besatzung haben, wird es kein Ende der Gewalt in dieser Region geben. Wir müssen zusehen, dass dieser Zustand nicht weiter legitimiert wird, zum Beispiel durch Waffenlieferungen an Israel, wie erst vor kurzem wieder geschehen. Das ist völkerrechtswidrig. Wir sagen Nein zu den Falschinformationen und zu den deutschen Medien, die uns beschönend und nur halbrichtig informieren. Hier traut sich kaum jemand, etwas auszusprechen, weil man Angst hat. Hier traut sich kaum jemand, etwas auszusprechen, weil man Angst hat, als Antisemit bezeichnet zu werden. Wir aber sind keine Antisemiten. Wir sind Kritiker der israelischen Unrechtspolitik. Ich bin froh, dass sich so viele Menschen auf der Welt an Demos beteiligen und Zivilcourage zeigen. Das ist Bürgerpflicht. Wir sind heute hier, um zu sagen, dass endlich Schluss sein muss mit der internationalen Unterstützung für die Luftangriffe und Kriegshandlungen in Gaza. Schluss mit den Waffengeschäften in Israel.
Und wir fordern eine sofortige humanitäre und medizinische Hilfe für die abgeriegelten Menschen in Palästina, für all seine Bürger einsetzen, egal welche Religion und Ethnien. Die Menschen in Palästina brauchen unsere Solidarität. In der ganzen Welt protestieren Bürger gegen die israelischen Menschenrechtsverletzungen und Kriegsversprecher und Kriegsverbrechen gegen Krieg, Gewalt und Aggression. Wir sind für Freiheit, Gerechtigkeit, Menschenwürde und Frieden in Palästina. Freiheit für Palästina. Danke für eure Aufmerksamkeit.